Wir stehen heute vor dem neuen Seminar- und Bibliotheksgebäude der Universität für Bodenkultur in Wien. Dieses ist bekannt für seine nachhaltige und innovative Bauweise. Ich bin übrigens Arjuna Bembejev, Volunteer vom Verein Open House Wien. Und warum dieses Gebäude so besonders ist, schauen wir uns heute gemeinsam an. Der Universität für Bodenkultur war es hier mit diesem Gebäude wichtig, als Nachhaltigkeitsuniversität diese Nachhaltigkeit spürbar, riechbar, erlebbar zu machen für ihre Lehrenden, ihre Forschenden, ihre Studierenden, aber auch die interessierte Gesellschaft. Insofern ist ein klimagerechter Baustoff, wie es Holz eben ist, schon ein Placement bzw. ein Referenzprojekt auch für die BOKU. Es ist der erste universitäre Holzbau in Wien. Der Holzbau generell ist eine Bauweise mit einem sehr hohen Vorfertigkeitsgrad. Und diese sehr hohe Vorfertigung bedarf natürlich einer exakten und detailscharfen Planung. Wir haben innerhalb von 12 Monaten das Projekt geplant. Dort war sehr unterstützend, dass man über ein BIM-Modell und digitale 3D-Modelle das Ganze sehr schnell unter Kontrolle gehabt haben. Man könnte weitestgehend von einem digitalisierten Holzbau reden. Also diese Planungsphase ist so weit gegangen, dass Nutzerabstimmungen über VR-Brillen oder VR-Modelle stattgefunden haben, wo der Nutzer laufend in dem 3D-Modell sich umschauen hat können. Der Großteil der Struktur und des Gebäudes besteht aus Holz. Ganz besonders hervorzuheben sind hier die Decken, die sehr große Spannweiten haben, was mit Holz schon schwierig in den Griff zu bekommen ist. Man sieht auch die Punkte, wo man eigentlich keine Schrauben oder Bolzen sieht. Das heißt, das ist alles innerhalb des Knotenpunktes gelöst, statisch. Die Kräfte werden dann nach außen hin in die Stützen übertragen und teilweise in die Struktur, die noch vorne an der Fassade ist. Man sieht hier auch sehr schön die akustischen Maßnahmen. Das sind diese gelochten Holzplatten an der Decke, die sich vom Material und von der Farbe sehr gut in das Gesamtkonzept einfügen und man sie eigentlich gar nicht wirklich wahrnimmt, wenn man nicht genau sich darauf konzentriert. Das Gebäude hat viele verschiedene Bereiche. Wir decken hier nicht nur Lernen und Lehren ab, sondern auch Forschen. Wir haben hier einen Raum geschaffen, wo wir uns wohlfühlen können und austauschen können. In diesem Stockwerk befinden sich 10 Seminarräume. Ober uns befindet sich die Bibliothek und Poolräume und das Institut für Verkehrswesen ist auch in diesem neuen Gebäude untergebracht. Wenn man mit Holz arbeitet, ist natürlich Feuer- und Brandschutz ein vorrangiges Thema, das mit der Planung zu berücksichtigen ist. Deswegen haben wir auch diesen Kern des Gebäudes in Stahlbeton errichtet. Genauso ist das Sockelgeschoss, sprich das Fundament des ganzen Holzbaus, auch in massiven Stahlbeton errichtet. Und der zweite Aspekt für die Entfluchtung ist, dass wir in Universitätsgebäuden immer 2 Fluchtwege brauchen. 2 Stiegenhäuser bedeuten sehr viel Platzaufwand. Man hat in der Planungsphase überlegt, außenliegende Stiegenhäuser dazu machen. Das hätte natürlich den Baukörper irritiert in gewisser Weise. Die Lösung war im Endeffekt, dass wir 2 einläufige, gegenläufige Stiegen gemacht haben, was man jetzt am Modell ganz gut erkennt. Jede Stiege verbindet ein Geschoss und man kommt immer an einer anderen Stelle raus. Wir haben in dem Haus 1000 Kubikmeter Holz verbaut. Das heißt, es sind 1000 Tonnen CO2 über die nächsten 30, 40, 50 Jahre gebunden. Gleichzeitig wachsen in Österreichs Wäldern laufend Bäume nach und die binden erneut CO2, wird wieder bewirtschaftet. Das Klimaaktiv-Gebäudebewertungssystem ist ein kompaktes österreichisches System, mit dem man die Nachhaltigkeit eines Gebäudes bewerten kann und gleichzeitig dient es auch als Qualitätssicherungstool. Die Auszeichnung Gold ist die höchste Auszeichnung, das heißt, das erreichen nur sehr nachhaltige, zukunftsfähige Gebäude. Ja, wir sind sehr stolz darauf und freuen uns schon, wenn das Haus mit Leben befüllt wird. Schön, dass ihr dabei wart und vielen Dank auch an die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, die nochmal so viele spannende Eindrücke in dieses besondere Gebäude gebracht haben. Wenn euch innovatives und energieeffizientes Bauen in Wien weiter interessiert, können wir die App der MA20 empfehlen. Energy Ahead liefert ganz neue Eindrücke zu dieser Art von Bauen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.